Hi, willkommen zurück zu Mario und Luigi Superstar Saga und Bowser's Schergen. Wir sind nach wie vor im Witztempel und wollen auch eigentlich so langsam aber sicher hier raus. Ist doch nicht mehr witzig so langsam. Der Witz ist schon lange erzählt, der Drops ist schon lange gelutscht. Ja, also jetzt mal wirklich Butter bei die Fische, ja. Wir haben uns hier im letzten Part bewiesen, wie sonst noch was. Wie ein Schwein haben wir uns hier angestellt. Mario und Luigi haben sich getrennt. Mario und Luigi haben sich wieder vereint. Es klingt so in etwa wie eine billige Boyband, die irgendwie nach 20 Jahren sagt, komm, uns fehlt das Geld. So langsam aber sicher brauchen wir mal wieder ein paar Klicks auf YouTube-Videos. So langsam aber sicher brauchen wir auch mal wieder ein bisschen Resonanz und ein bisschen Fame. Lass uns wieder zusammenkommen. So ungefähr kann man sich den letzten Part vorstellen in a nutshell. Und ja, mehr gibt es dazu auch eigentlich gar nicht zu sagen. Und deswegen wollen wir auch so langsam aber sicher hier raus. Ich kann den Grund zwar nicht erkennen, was das eine mit dem anderen zu tun hat, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Ja? Wir müssen ja immer noch diesen Blag zeigen, dass wir es drauf haben, aber auch das haben wir schon im letzten Part gemacht. Wir haben ja auch schon im letzten Part gezeigt, dass wir eigentlich willig sind, hier voranzukommen. Wir haben unsere Brüderlichkeit, unsere brüderliche Power präsentiert und dahingehend... Gott! Dahingehend, ja, sind wir hier auch durch, wie gesagt, ja. Ich sollte aufhören, mich zu wiederholen. Nachher kriege ich noch den ein oder anderen ellenlangen Kommentar ab, von wegen, Kai, du wiederholst dich zu krass. Hör auf damit, Kai. Hallo, Kai, hör auf, dich zu wiederholen. Hallo, Kai, hör auf! Na gut, wenn ihr meint, dann höre ich halt jetzt auf damit. Ja, aber vorher noch mal ganz kurz zur Wiederholung, ja. Ich glaube, wir müssen hier raus. Gut. Ich denke aber mal, ja, sagen wir es direkt mal so. Ich glaube, uns fehlt gar nicht mehr so viel Weg. Wir haben schon relativ viel hier gemacht. In dieser Ausgeburt der Hölle, der kalten Ausgeburt der Hölle. Wir haben schon ziemlich viel erkundet gehabt. Jeden Raum einmal erforscht. Und jetzt befinden wir uns hier. Und wie man sehen kann, sind wir auch eigentlich so gut wie am Ziel. Denn, ja gut. Gut, der Witztempel geht irgendwie noch ein bisschen weiter. Oder, ja, der geht übertrieben weit. Oder liegt es daran, dass man den Touchscreen noch ein bisschen weiter ausreizen kann, was die Länge des, weiß nicht. Was die Länge des Tempels angeht. Womöglich. Ich habe das Gefühl, ich muss die Kerzen ausblasen. Ist das richtig? Nicht darunter kotzen. Jetzt hast du irgendeinen Mammutkopf, irgendeinen Neandertaler sauer gemacht. Na gut, das mit dem Wasser klappt nicht. Dann ist die Frage, wo soll ich denn sonst damit hin? Weil ich kann ja nicht springen, wenn ich Mario bin. Also wenn ich Wasser-Mario bin. Was hat das für einen Sinn und Zweck? Ich habe keine Ahnung, aber das werden wir schon noch rausfinden. Deswegen ab hier rüber. Dann sehen wir mal, wohin uns denn dieser Ort hier noch führt. Mein Gott, was für penetrante Typen. Ich wette, bei Frauen habt ihr einen schweren Stand, oder? Du bist zu jung, um das zu wissen. Geh deine Barbie-Zeitschrift kaufen vom einen oder anderen Kiosk, du Sau. Oh Gott. Oh Gott, wieder dieser Glibber. Oh nein. Oh nein. Umbringen. Ja, also, weitere Kämpfe. Macht ja auch Spaß. Ist ja auch lustig. Jetzt aber mal ehrlich. Das war hier die... Oder... Was war hier nochmal die Attacke des Massenschadens? Die hier, oder? Oder was? Die hier? Es gab doch irgendeine Attacke von Mario, die bei allen Schaden erzeugt hat. Bei jedem Gegner. War es nicht diese Attacke? Ich probier's mal aus. Oder ich hab's vollkommen vergessen, weil der letzte Part schon einiges an Zeit her ist. Ja, doch, das ist diese Attacke gewesen. Wusste ich's doch irgendwie. Nice. Da! Okay, ihr seht, ich bin übertrieben raus. Ich kann dieses Spiel überhaupt nicht mehr spielen. Läuft. Was war hier nochmal die Massenattacke? Ich habe keine Ahnung. Ernsthaft, was ist hier die Massenattacke? Ich bin so raus, es tut mir leid. Wow. Gehen wir mal auf den.
Aber ich denke mal wirklich so ein, zwei Parts noch, da sollten wir hier raus sein. Da sollten wir uns auch schon genug bewiesen haben hier in diesem arschkalten Tempel. So, auf Wiedersehen. Ich würde jetzt eigentlich sagen, die Frage, ob das Wegrennen eines Gegners immer noch Erfahrungspunkte bringt, hat sich hiermit, glaube ich, erledigt, weil wir haben jetzt über 300 Erfahrungspunkte bekommen und ich glaube nicht, dass wir die jetzt nur wegen den Schleimscheißern bekommen haben. Ich glaube, das hat auch was mit dem Neandertaler zu tun gehabt. Ich glaube, auch der bringt einem Erfahrungspunkte, selbst wenn er abhaut. Ich bin mir aber nach wie vor nicht sicher. Ich glaube, hier kann man das auch ganz gut testen, deswegen noch einmal... Ja gut, dazu habe ich jetzt nicht das nötige Kleingeld an BP. Schade. Hätte ich vor dem Kampf nochmal gucken müssen, dass ich mich aufheile und so weiter, weil auch Mario sieht nicht mehr allzu frisch aus. Aber hey, so ist das Leben. Gut, er pusht sich. Viel Spaß dabei. Ich gehe weiter auf den. Auch wenn er verdammt tanky ist und auch wenn er extrem viel aushält und... Ach, generell alles scheiße. Aber gut. Ich meine, ich würde ja sagen, komm, lass mal an den ganzen Gegner vorbeirennen, damit wir schneller durchs Spiel kommen, aber... Wow! Woo! Okay, ich glaube, ein angriffsgepushter Urmensch, der darf nicht unterschätzt werden. Bevor er seine Attacke macht, seinen Angriff macht, geht eine halbe bis ganze Sekunde mehr verloren. Oder flöten. Wenn ihr versteht, was ich meine. Wahrscheinlich versteht ihr nicht, was ich meine. Na, ist doch kein Problem. Mich versteht man sowieso nicht. Aber hier wieder das gleiche Rätsel, nur ein paar Stockwerke höher. Wir müssen hier wieder irgendwie einen Tornado erzeugen lassen. Dafür müssen wir wahrscheinlich wieder in den Keller gehen. Gleiches Spiel. Aha. Und hier ist auch noch irgendwas. Wieder so ein Bonusraum mit Blöcken. Ja, aber klar, ich wusste es. Nein, nicht das! Okay, tschüss. Ne, ist es mir nicht wert. Lass stecken, Mann. So, komm. Jetzt aber schnell ins Menü. Und heilen. Ist doch so langsam nicht mehr witzig. Versteht ihr? Witzig. Wir sind ja auch im Witztempel. Ich sollte mal Witze erzählen, ne? Okay, warte mal kurz. Machen wir. Also, ihr wollt einen Witz hören? Ihr bekommt einen Witz. Stellt euch vor, ich wäre... Oh! Stellt euch vor, ich wäre in einer amerikanischen Provinz. Ja. In Pennsylvania. Sagen wir es mal so. Sagen wir es so. Stellt euch vor, ich wäre in der amerikanischen Stadt Pennsylvania. Ja. So. Da gab es zwei Typen. Ja. Einmal der Jimmy und dann der Johnny. Die haben sich gedacht, komm, lass doch mal eine Stadt bauen. Eine schöne, große Stadt. Da meinte Jimmy, hey, das ist ja eine gute Idee. Aber wie soll man das anstellen? Wir brauchen dann auch einen Namen für die Stadt, ne? Ja, da meinte Johnny, ja, das ist gut, hast du richtig vermutet. Was sollen wir denn machen? Ja, da meinte der eine vor zum anderen, ja, lass uns das so machen, lass mich mal ganz kurz brainstormen, ja? Es wird folgendermaßen sein, gib mir doch mal einen deiner Bleistifte. Ups. Gib mir doch mal einen deiner Bleistifte, mein Freund. Meint der eine zum anderen. Ja, okay, bitteschön. Hier hast du den Stift. Ja, und jetzt kommt die ganze Pointe. Passen Sie auf. Könnte nicht witzig werden, ja? Denn dann hatte nämlich der Johnny einen Pennsylvania. Und so haben sie das Städtchen dann auch letzten Endes genannt. Ja, das war schon alles. Sie dürfen jetzt abhauen. Sie dürfen jetzt das X ganz oben rechts anklicken und diesen Part verlassen. Machen Sie es aber nicht, denn es wird spannend. Wir gehen natürlich immer noch in den Keller. Ist klar.
Ha. Ich habe gerade echt einen richtig schlechten Kollegen-Witz gebeitet. Und das Ganze... Na? Hallo? Auch noch richtig schlecht nacherzählt. Und... Dann habe ich wahrscheinlich noch irgendwelche weitere Pointen, die man hätte erzählen können, nicht mit inbegriffen gehabt. Richtig geil. Ich entschuldige mich in höchster Form. Lieber Kollege. Props an dich. Und auch Props für diesen Witz. Ich glaube, der Witz ist irgendwie schon 6 oder 7 Jahre alt und... Ah, die guten alten Zeiten. Okay, bevor jetzt hier nämlich der gute Urmensch das Zeitliche segnet, würde ich nochmal ganz gerne auf seinen Nacken springen. Vielleicht stirbt er dann ja auch. Ich meine, der hat ja relativ viel Schaden kassiert. Fuck! Ich meine, wird er sowieso abfackeln und dann abhauen? Nein, nicht? Gut. Bin ich konform mit. Ich denke mal, nachdem wir diesen Raum geklärt haben, dürften wir aber auch eigentlich ready werden. Um auch mal so langsam zum letzten Kapitel des wunderschönen Witztempels zu kommen. Ja, die letzte Instanz sollte eigentlich direkt vor unseren Augen sein. Alter, wie viele Erfahrungspunkte waren das denn? Okay, ich habe doch das Gefühl, das Abhauen eines Gegners bringt keine Erfahrungspunkte. Weil das jetzt gerade eben, ne? Knapp 700 EP. Die können nicht, ich sag mal so, die können nur kommen, wenn man beide Urmenschen besiegt. Wenn der eine abhaut, dann hast du ja schon wieder 200 Erfahrungspunkte weniger. Ich kann's mir nicht anders vorstellen, das muss so sein. Sehr schön. Versuchen wir die mal ohne Feuer zu bekämpfen, wegen, weil Erfahrungspunkte. Ich glaube, ich habe auch schon 1000 Erfahrungspunkte liegen gelassen, weil mir da diese Urmenschen abgehauen sind. Urkomisch. Verstehen Sie? Ach. Danke sehr. Das ist halt echt so, Mann. Wenn er seinen Angriff gepusht hat, dauert der Angriff von ihm echt ein paar Sekunden mehr. Oder halt eine Sekunde bis ein kleinen Moment mehr. Sagen wir es so. Sagen wir es vorsichtiger, ja? Okay. So. War das alles? Das war alles. Wird auch Zeit. Oh. Wieder mal eine Feuerstelle. Warte mal. Sag mir nicht, ich muss mit Mario daran. Nein. Die haben das nicht ernsthaft genauso gemacht wie im letzten Part oder vor einigen Parts auch. Krass, Hengst. Boah. Die wissen, wie man Rätsel recycelt. 1 zu 1 genau das gleiche gemacht. Ich glaube, ich bin echt ein Naturtalent. Dass ich genau weiß, was ich zu machen habe, ey. Ohne Witz, ey. Jeder andere hier auf YouTube kann einpacken vor meiner Rätsel. Vielfalt und natürlich auch von meiner Rätselfinesse und von meinem Rätselfetisch. Da kann selbst Herschel Layton einpacken, Mann. So, hier ist wahrscheinlich wieder ein versteckter Block, meine Fräuleins. Dann eben nicht. Gut. Dann bin ich doch nicht mehr der Lachbohnen-Tendo. Entschuldigung, tut mir leid. So, jetzt lass mich kurz raten. Du willst, dass ich jetzt da hochspringe und nochmal kurz hier diese Schwingattacke mache, ja? Um nochmal einen Tornado zu erzeugen. Alter, das ist doch echt... Das ist doch echt gewitzt, Mann. Krass. Es ist nur die Frage aller Fragen. Was soll ich jetzt mit diesem Tornado anstellen? Ich meine, das ist auf der anderen Seite, oder... Warte mal kurz. Hat das Wasser vielleicht jetzt einen Sinn und Zweck? Soll ich das Wasser jetzt in diesen Tornado reinschießen, sodass der voll weg explodiert? Ja! Also so ungefähr, also das habe ich mir jetzt nicht so vorgestellt, aber das sollte gemacht werden. Ich meine, wo ist der Unterschied, ob ich jetzt den mache? Luigi? Weil das Wasser spritzt doch sowieso auf die Kerze. Also bitte. Gut, vielleicht nur die vorderen beiden und nicht die hinteren beiden, aber
Das Wasser, was ich quasi mit vollem Krach auf die ersten Kerzen gespritzt hätte, hätte sie eigentlich ausmachen müssen. Naja. Schere wird ein Dreck um Physik. Was ist denn das? Das ist irrelevant. Das braucht man gar nicht. Ich glaube, wir sind halt echt wirklich ungelogen Real Rap in einem der letzten Räume dieser Unternehmung. Ich glaube, mehr kommt nicht mehr. Ich meine mich daran zu erinnern, dass wir hier wirklich nicht mehr allzu viel zu machen haben. Ich wundere mich schon, dass hier gar keine Gegner sind. Also ich meine mit die Kotzbrocken, oder besser gesagt die Schleimscheißer. Oh. Normalerweise wäre der ganze Boden ja voll mit den Teilen. Mit den Schleimern. Und irgendwie werde ich das Gefühl nicht los, dass Luigi in dieses Fass rein muss. Ja, fuck, das hat jetzt aber auch ungefähr gar nichts gebracht. Okay. Ich dachte jetzt, dieser Block würde das Fass neu entstehen lassen, aber vielleicht brauchen wir das Fass auch gar nicht. Vielleicht stand es einfach nur... Oh. Da zur Dekoration. Nein. Irgendwas lief gerade gehörig falsch. Ich gehe mal wieder raus und rein. Kann ich mich denn von Luigi trennen, während er am Fass ist? Ne, die laufen beide hintereinander her. Wie soll man dieses Rätsel jetzt lösen? Gibt's hier irgendwo einen Block an der Wand? Ich meine, da läuft mir jetzt ein bisschen kaltes Wasser ins Gesicht, aber das bringt ja auch nichts. Gar nichts. Und damit kriege ich das Wasser auch nicht entfernt. Und generell ist es auch total unnötig. Es ist ja nur Textur, es ist ja nur Zierde. Aber, wie soll ich... Oder soll ich runter... Soll ich weiter runter mit dem Fass? Habe ich irgendwas gesehen, was ich mit dem Fass irgendwie machen kann? Ich lauf mal runter. Aber ich habe doch... Ich habe eigentlich nichts gesehen, was man mit dem Fass machen könnte. Oder ich habe es aus den Augen vergessen, weil meine letzte Mario und Luigi-Aufnahme wieder mal ein paar Tage her ist. Oh, lass mich in Ruhe. Ich meine, ja, es gab hier irgendwo eine Stelle, bei der man mit einem Fass stehen musste. Aber diese Stelle haben wir auch schon gemacht. Und selbst da gab es ja auch ein Fass. Also, ich weiß jetzt nicht, warum man dafür jetzt ein Fass aufmacht. Das habe ich nicht ganz verstanden. Aber okay. Ja, fuck, jetzt ist das Fass sowieso weg, oder? Also, ich weiß nicht, was das Fass in diesem Raum verloren hat, weil es ja am Boden ist und ich kann ja nicht mit dem Fass die Treppe hochspringen. Jedenfalls habe ich dazu keine Möglichkeit gesehen. Ich habe absolut gar keinen Plan. Das werden wir hoffentlich noch rausfinden, aber... Aber gut. Ich hoffe, wir haben das fast noch. Ansonsten raste ich vollkommen aus. Ah! Okay. Aber prinzipiell, wir gehen mal... Nein, Alter, ich will nicht dieses... Ah, Junge, ich flüchte gleich. Es ist mir halt egal. Alter. Reicht doch so langsam mal. Ich mach mal das hier. Was kann das denn so Schönes? Was auch immer. Was auch immer das gewesen ist. Gebracht hat es mir jedenfalls gar nichts. Aber hey. Na gut.
Nee, also wirklich, ich hab keine Ahnung, was dieses Fass da oben bringt. Es gibt auch nichts an der Wand, was ich machen könnte. Also bin ich da genauso überfragt wie sicherlich einige von euch. Keine Ahnung. Komm, wir machen nochmal das hier, weil ich würde ganz gerne rausfinden. Ah, man muss ab einem bestimmten Punkt loslassen. Ah. Ich habe gecheckt, diese. Okay. Und jetzt lasst mich in Ruhe. Ich habe diese Erfahrungspunkte halt wirklich original nicht mehr nötig, Mann. Nein, das ist auch vollkommen egal hier. Und ich glaube, hier rechts sind Treppen, oder? Ne, nur weitere Gegner, auf die ich gar keinen Bock habe. Und ich glaube auch nicht, dass ich... Oh! Dass ich hier nochmal hin muss. Es gibt hier keinen... Nein, warum soll ich mit dem Fass denn durch den halben Tempel laufen? Das macht gar keinen Sinn. Nein! Ich flüchte jetzt. Unsere erste Flucht in einem Mario und Luigi-Spiel und wir haben keine Münzen verloren. Okay. Ich glaube, das ist eine Premiere, oder? Das ist, glaube ich, im GBA-Teil nicht so gewesen. Ich glaube, im GBA-Teil musstest du ganz schnell A und B drücken, also je nachdem, ob jetzt Mario und Luigi gerannt sind, musstest du nämlich dann die jeweiligen Tasten spammen, die halt ihrer gleichen zugehörig sind. Und du verlierst Münzen dabei. Hier hast du gar keine Münzen verloren und die rennen einfach so. Das heißt, du brauchst die Kämpfe eigentlich gar nicht machen. Das heißt, du wirst nicht bestraft, wenn du keine Kämpfe machst. Das verstehe ich nicht. Aber in Ordnung. Ich meine, was soll ich denn machen? Jetzt wird hier ein Weg geben, aber der ist ja gleich sowieso wieder weg. Oder kann ich es doch darüber schaffen? Ich habe das Gefühl, es geht doch. Also wenn ich mich richtig platziere, diese Fähigkeit ziehe von den beiden, dann komme ich da so rüber. Also den Feuersprint, ne? Ich muss mich ungefähr hier hinstellen, dann klappt das. Okay. In diesem Sinne. Probieren wir es. Lauf, Luigi, lauf! Das können wir natürlich nicht so machen. Ist klar. Aber wir würden quasi in den nächstgelegenen Raum kommen. Das wäre auch schon relativ schlau. Nur jetzt mal ehrlich, wofür ist der Block gut? Oder das Fass, besser gesagt. Okay. Ich habe mir aber gerade eben ein bisschen Zeit gelassen dabei. Deswegen jetzt schnell und durch. Und durch und durch und durch. Ihr schafft das. Ja! Wozu ist das Fass da? Das verwirrt mehr, als dass es irgendwas bringt. Na gut. Bruts, ich würde sagen, was hier in diesem Kinderparadies gespielt wird, das werden wir, glaube ich, jetzt rausfinden. Nicht im nächsten Part. Hereinspaziert! Ihr seid die Ersten, die bis nach hier oben gekommen sind. Nicht schlecht! Ihr verdient eine Belohnung. Aber im Stehenreden ist zu unbequem. Setzt euch doch. Für heute habe ich ein paar Freundinnen eingeladen. Wen soll ich rufen? Ist mir eigentlich relativ egal. Wie wär's denn mit Grinswalder? Das klingt sehr schön, Jura. Oh, ihr habt ein Auge für wahre Schönheit. Grinswalder! Man wünscht dich zu sehen. Ach du Kacke! Ich bin Grinswalder, auf dem Heimweg von der Arbeit. Macht's euch gemütlich. Also gib alles, damit sich unsere Gäste wohlfühlen. Können sie gerne haben. Alter, die hat ja Hände wie Bratpfannen. Was ist denn bei dir los? Und es ist ein Mittelbosskampf, bei dem ich auch die wunderschöne Jojola angreifen kann. Ja, nice. Gut, da würde ich doch sagen. Oh, das war mega verkackt. Ich habe den Einsatz verkackt. Eieieiei. Puh, ihr könnt doch keine Mädchen schlagen. Wir sind gerade im Kampf. Was soll ich machen? Flüchten? Ach du Kacke. Oh, der Bärtige. Schaut hier her. Oh ja. Perfekt. Hast du dich für uns hübsch gemacht? Oh.
Guck, was für ein Glück ich hab. Heute hast du dich hübsch gemacht. Ich verlasse dich nicht. Niemals gehe ich zurück in den Knast. Was jetzt? Machst du wieder deine Schneetaufe? Geil. Mario konnte sich befreien. Luigi allerdings nicht. Nein! Mario! Wir hätten schneller zuschlagen müssen. Das haben wir in diesem Tempel gelernt. Schlag so schnell, so wie du kannst, zu. Und das machen wir auch jetzt. So, das ist eine Feuerball-Junge. Die Hand kann ich aber bei Jojola nicht machen, weil sie ja quasi... Ja, weil sie ja schweben kann. Und was machst du jetzt? Ah! Was? Nein, hör auf! Oh Gott! Okay, ich merk schon, sie wollen mit uns Liebe machen, aber nicht mit uns! Wir lassen uns hier nicht verhökern zum Billigpreis, im Gegensatz zu euch. Schnee, Schnee, Schnee! Kalt, kalt, kalt! So, jetzt hör auf uns zu... Nein! Wie ungehobelt weh! Nein, hör auf zu heulen, das ist doch alles gut. Ich wollte das nicht, Entschuldigung. Kann sich auch anstellen. Das war doch nur Spaß. Ich bin nur gesprungen! Jetzt bin ich auch noch vergiftet. Ah, wann hat sie sich zuletzt gewaschen? Wahrscheinlich vor einer halben Ewigkeit. Vor einem Jahrzehnt wahrscheinlich auch. Da kriegst du erstmal eine gezwitscht. Oh, noch 6 Lebenspunkte, Mario. Hältst du das durch? Kannst du das? Schaffst du das? Kannst du noch? Denk an den Sieg. Denk daran, dieses fette Vibes-Stück nie wieder zu sehen. Ihr habt einen Angriffspush. Weshalb das denn? Nein! Ich wollte doch zuschlagen, Mann. Er hat das Gefühl, die hält nicht mehr viel aus. Aber komm, ich heil Mario. Ich muss das einzig Richtige tun. Bitte sehr. Weißt du, und 57 Lebenspunkte aus dem Stand, Mann. Nice. Wieso bist du wieder da? Wer hat dich jetzt eingeladen? Niemand. Also mach, dass du wegkommst. Hast du nicht genug ausgeheult, ja? Ich merke schon. Du kannst genau wieder dahin gehen, wo der Pfeffer wächst. Bitte, jetzt hör doch mit deiner Drecksattacke auf, ey. Kannst dich mal... Nein! Danke sehr. Natürlich geht's auf... Oh! Weißt du, da halte ich schon einmal, nur den Hammer von Mario hoch. Und was bringt es? Nichts! Aber hey... So, einmal hier die Donnerattacke. Meine Fresse. Und das heilt sie sogar noch. Ach, scheiß doch drauf. Jetzt, ich bin gerade so raus, ne? Jetzt haben wir sie halt wirklich geheilt und jetzt dauert das Kill noch länger. Danke! Stirb doch mal! Okay, sie hat ihre letzte Phase anscheinend initiiert. Das ist nicht bei Luigi? Ach, keine Ahnung. Oh, der Bärtige. Oh ja. Nom. Perfekt. Oh, oh, oh. Du kannst mich gerne mal kreuzweise, aber nicht so, wie du meinst, sondern dass du verschwinden kannst. Das meine ich damit. Haben wir es hier gerade verstanden oder nicht? Kamen wir auf einen Nenner? Schön. Denn es ist das einzige Mal, dass wir auf einen Nenner kommen. Nicht beim Matheunterricht würden wir auf einen Nenner kommen. Du Sau. Nein. Ich glaube, du musst ja echt ihren Zauberstab weg. Oh Gott. Du musst ja echt ihren Zauberstab entreißen, damit sie... Ich denke jedenfalls, dass es ein Zauberstab ist. Damit sie für ein paar Runden verschwindet. Damit du quasi nur noch auf sie gehen musst. Auf die fette Grinswalder.
Schöner Name übrigens. Gefällt mir. Hat was. Aber leider hast du vom Aussehen her nur etwas aus dem täglichen Boulevardfernsehen. Tut mir leid. Wow! Also ernsthaft, du siehst aus wie aus RTL geflohen oder aus RTL 2 oder so. Und nein, und das wollte ich gar nicht. Und ach, alles scheiße. Ich glaube, die hat hier mal bei Dings mitgespielt, bei das perfekte Promi-Dinner. Nur, dass sie halt... Ja, was soll ich sagen? Sie war anscheinend, also... Sie hat sich irgendwie die Aufgabe geschlichen. Oh, es hat sich mal 3DS-Sound angemacht. Nein! Aus damit! Ich hab's wieder nicht geschafft. Ey, das ist doch nicht dein Ernst. Das kann doch nicht dein Kack-Ernst sein. Das sieht nicht gut aus, Mann. Aber du musst doch gleich mal dran glauben, Mann. Wie viel hält dir denn aus? Ich glaube, die Dicke da oben, die war wahrscheinlich so beim Promi-Dinner. Das glaube ich noch nicht, aber ich habe das mal gehört, ne? Aber sag's bitte nicht weiter. Sag's auch bitte nicht ihr, weil ich glaube, sie identifiziert sich nicht so sehr damit. Deswegen. Ich habe das Gefühl, sie war beim perfekten Promi-Dinner mal der Mülleimer. Mhm. So werdet ihr meine Freunde. Hey, Füßlinge, geht weg! Haben wir jetzt gewonnen? Ja, also scheinbar. Ich hoffe, es bleibt dabei. Ich hoffe, es kommt kein zweiter Kampf mit so einer fetten. Weiteren Versionen. Also zum Beispiel statt Grinswalder, Bumswalder oder so. Das würde ich nicht feiern. Das würde wahrscheinlich wehtun. Deswegen bye. Das tut mir wirklich leid, aber die Dicke hat mir Angst gemacht. Ja, für heute ist der Betrieb geschlossen. Ihr Säcke. Und wie es hier weitergeht als Sack. Das werden wir im nächsten Part rausfinden. Ich werde schon mal den Weihnachtsmann anrufen, denn er braucht einen Sack. Haut rein. Ciao.